Deutschland, USA, Europa. Das sind die günstigsten Aktien der Welt und das ist Börse Online. Heute haben wir Ihnen die günstigsten Aktien der Welt mitgebracht. Diese Schnäppchen sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Mein Name ist Marian Kopotsch und heute stehe ich hier mit Klaus Schachinger. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Hallo Marian. Klaus ist bei Börse Online Redakteur und Aktienexperte. Und heute wollen wir uns mal genauer angucken, welche Aktien es jetzt zum Schnäppchenpreis gibt. Denn tatsächlich haben ja viele darüber berichtet, dass die Börsen vor allem von den Magnificent Seven, den großen Big-Tech-Aktien, angetrieben wurden und eigentlich nur deswegen im Jahresverlauf wirklich gestiegen waren. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sehen wir, dass der S&P 500 zwar um 15% seit Jahresanfang gestiegen war, aber wenn man einen gleichgewichteten S&P 500 nimmt, also einen Index, in dem alle Unternehmen die gleiche Gewichtung haben, dann ist der S&P 500 tatsächlich um 1% gesunken. Das hat halt damit zu tun, dass die kleineren Aktien, die Nebenwerte, die Midcaps nicht so gut performt haben. Dabei gibt es ja sogar die Nobelpreisstrategie. Denn Eugene Farmer und Kenneth French haben 2013 tatsächlich den Nobelpreis, den Wirtschaftsnobelpreis, für den sogenannten Small-Cap-Faktor, für die Small-Cap-Prämie bekommen. Der besagt, dass Small-Caps auf lange Sicht die Large-Caps outperformen. Und tatsächlich schaut man sich seit dem Jahr 2000 die Performance an, so sehen wir, dass Small-Caps um 68 Prozentpunkte besser als Large-Caps abgeschnitten haben. Der Nachteil, in wirtschaftlich schwachen Zeiten, Klaus, sind Small Caps nicht so gut, ne? Richtig, weil bei den Large Caps, da gehen die Anleger davon aus, dass es eine viel größere Liquidität gibt, allein schon in der Aktie. Dazu kommt die dominante Marktstellung der Unternehmen in ihren Märkten und natürlich die größere Marktkapitalisierung. Deswegen gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten investieren die Anleger dann hauptsächlich in die Large Caps, in die sogenannten Blue Chips. Also in Deutschland wären das die DAX-Werte. Wir haben aber auch festgestellt, dass zum Beispiel von Januar bis April lief der SDAX besser. Also während dieser Erholungsphase nach den zwei schlechten Jahren 2021 und 2022, das waren ja katastrophale Börsenjahre, dann ging es aber mit der Zinserhöhung an der Notenbanken weiter. Und jüngst, also im Oktober, signalisierte dann die FED, dass sie die Zinspause, die sie eingelegt haben, verlängern werden. Und inzwischen wird ja auch darüber spekuliert, dass die Zinsen wieder fallen können. Und in diesem Umfeld steigt dann die Risikobereitschaft von Investoren und die gehen dann eher wieder in MDAX und SDAX-Werte, also in Frankfurt. Und das kann man ja dann auch ganz schön sehen. Also der SDAX, wie gesagt, der von Januar bis April den DAX outperformt hat, hat seit Anfang Oktober, also seit klar ist, dass die Zinspause länger dauert und auch wahrscheinlich keine weiteren Zinserhöhungen erfolgen werden, hat der SDAX gegenüber dem DAX deutlich aufgeholt. Genau. Das schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an. Da haben wir auch ein paar Schnäppchenaktien aus dem SDAX mitgebracht. Wir wollen aber auch noch mal sagen, dass es ja nicht nur deutsche Nebenwerteaktien gibt, die sehr gut abschneiden. Nämlich auch japanische Small Caps sind um 10% unterbewertet im Gegensatz zum historischen Mittel. Amerikanische Small Caps, so Russell 2000, um 20% und europäische Small Caps sogar um 30%. Wenn Sie auch jetzt Lust auf Small Cap Aktien bekommen haben, dann geben Sie dem Video doch schon mal einen Daumen nach oben und schauen Sie doch schon mal in die Videobeschreibung unten. Da haben wir Ihnen nämlich den Link zum aktuellen E-Paper des Börse Online Magazins verlinkt, denn alles, was wir hier erzählen, ist ein kleiner Ausschnitt des aktuellsten Titels von Börse Online. Wir blenden Ihnen hier mal kurz ein, wie das Heft aussieht. Können Sie sich ab sofort als E-Paper holen und ab Mittwoch am Kiosk. Jetzt wollen wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt von deutschen Small Caps zeigen. Das ist nicht alles. Im Heft finden Sie noch viel mehr. Klaus, wir haben hier eine Tabelle mitgebracht. Die Aktien hast du rausgesucht aus dem Heft. Hier sehen wir 1&1, PVA Tepler, SRF Holland, Salzgitter, Südzucker und Foslo. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was du da gemacht hast. Was sehen wir da? Also wie gesagt, wir haben uns auf besonders günstige Aktien fokussiert. Und besonders günstig heißt, dass das erwartete KGV für 2004 deutlich unter dem Median des KGVs liegt. Median für die vergangenen 10 Jahre. Median ist nicht der Durchschnittswert, sondern wirklich der Mittelwert des Extrem, also das Minimum des Maximums während dieser Jahre. Und
Dann haben wir uns auch noch die einzelnen Geschäftsfelder angesehen und haben wir da versucht, auch gewisse Sonderkonjunkturen ausfindig zu machen. Weil, wie gesagt, das wirtschaftliche Umfeld ist ja schwierig. Wir haben ja jetzt gesehen mit den hohen Zinsen, mit den hohen Energiekosten, die deutsche Unternehmen besonders treffen. Deswegen, genau. Haben wir hier nochmal den S-DAX mitgebracht? Den S-DAX, also hier haben wir nochmal die Outperformance bis März. Und hier den steilen Anstieg. Den steilen Anstieg gegenüber dem S-DAX. Naja, okay. So ist es halt. Ja, nichts mehr drin sozusagen. Ja, genau. Und genau, in dieser Phase haben wir uns jetzt diese besonders günstigen, nicht billig im Sinne von, sie haben ein solides Geschäftsmodell, sie haben vielleicht eine Sonderkonjunktur und deswegen auch das Potenzial für Kurssteigerungen. Das waren die Kriterien. Das ist der gesamte S-DAX, auf den man ja, sagen wir mal, mit einem ETF setzen kann oder mit Fonds. Genau. Jetzt wollen wir uns aber noch zwei von den Einzelwerten angucken, die du ja mitgebracht hast, Klaus. Genau. Das haben wir schon. Hier haben wir jetzt die SAF Holland Aktie. Vielleicht kannst du kurz uns einmal auf die Sprünge helfen. Was war SAF Holland und wieso kommt es hier eigentlich zu so einem recht schönen Chartverlauf? Also SAF Holland ist ein Hersteller, die kennen sicher, die machen Bremssysteme und Achssysteme für LKWs, für Anhänger und so weiter. Man sieht immer den Aufschrift SAF Holland, wenn sie einen LKW auf der Straße sehen oder ein Anhänger, Kögel zum Beispiel, das ist auch ein Zulieferer, die setzen auch die Technologie von SAF Holland ein. Und das Unternehmen, die kommen übrigens aus Bessenbach bei Aschaffenburg, also sind es halt also Bayern oder beziehungsweise Franken. Das kann ja nie schaden. Das kann nicht schaden. Und wie gesagt, und die haben im vergangenen Jahr Haldex übernommen, das ist eine schwedische Firma. Also eigentlich ein Mitbewerber, mit dem sie allerdings schon 15 Jahre zusammenarbeiten, auch schon vor der Übernahme. Deswegen kennen sich die beiden Unternehmen sehr gut. Und die Schweden bringen eine starke Präsenz in Nordamerika ein, plus noch ein sehr profitables Zuliefergeschäft, sodass sich die Fusion jetzt gerade in diesem Jahr stark bemerkbar macht in den Geschäften und auch bei der Marge. Also, sieht man ja auch im Chart. Genau. Also ich finde, das ist ja ein schöner Chart. Also das wird mich bei einer Aktie an sich ansprechen. Aufwärtstrend, immer jetzt über der 200-Tage-Linie, super auf der 200-Tage-Linie Unterstützung gefunden. Ist ja eigentlich die ganze Zeit schön am Steigen, könnte jetzt mal wieder ein höheres Hoch machen. Für eine Small-Cap-Aktie sogar ja ein relativ stabiler Chartverlauf. Genau. Und wie gesagt, sie haben ja durch die Übernahme durch Haldex haben sie ja noch zusätzliches Geschäft bekommen und Hilfe bei der Marge. Jetzt, wenn man noch die Synergien dazu rechnet, dann wird sich das sicher in höheren Margen auszahlen. Können wir hier irgendwie ein Kursziel feststellen? Aktie ist jetzt bei ungefähr 13 Euro. Sehen wir, 13 wir haben Euro. Das, wir haben das, das können wir nochmal auf die Tabelle, da steht es, da haben wir ein Kursziel angegeben. Genau, also sogar schon 20-30% Kurspotenzial. Weil schauen wir mal, wir haben noch eine Aktie mitgebracht, PVA Tepla. Fast so ein bisschen das Gegenteil jetzt, wenn ich mir da den Chart angucke, da würde ich jetzt sagen, boah, ja, okay, also vom Chart her überzeugt es mich jetzt noch nicht so. Hat jetzt hier natürlich sehr super angesprungen, wieder über die 50-Tage-Linie, über die 200-Tage-Linie noch nicht. Warum dieser Kursverlauf, das ist halt der Tatsache geschuldet, dass der Eigentümer zum Jahresbeginn ausgestiegen ist, aus dem er verkauft hat. Dann gab es einen Führungswechsel, Turbulenzen, wie gesagt, und bis sich die Investoren daran gewöhnt haben, dass es am Geschäftsmodell nichts ändert. Und das haben wir dann diese Entwicklung, also diese Enttäuschung. Mhm. Und man sieht ja jetzt, also als, wie gesagt, mit der Pause bei den Zinserhöhungen und so weiter, zieht der Kurs wieder an, auch weil PVA Tepla, das ist ein hessisches Unternehmen. Können wir hier nochmal zeigen, das war vielleicht ein bisschen verdeckt, dass es hier direkt angesprungen war. Ne? Genau. Also die Hessen, die bauen Zuchtanlagen für sogenannte Verbindungshalbleiterkristalle. Das sind also Silizium-Carbid-Kristalle. Also der Unterschied zwischen Silizium und Silizium-Carbid ist, dass die Halbleiter, also die Chips aus diesem Substrat, geben Strahlen bis zu 50% weniger Wärme ab. Die halten viel höhere Spannungen aus und die Elemente, die du aus diesen Chips baust, die können viel kleiner gebaut werden. Das heißt, also es ist ideal für den Einsatz in Elektrofahrzeugen,
in Wind- und Solaranlagen, also wo zum Beispiel der Gleichstrom aus der Wind- und Solaranlage in den transportfähigen Wechselstrom gewechselt wird, also da umgetauscht wird sozusagen. Und wie gesagt, und überall, also vor allem in Autos, kommt es ja auf kleine und kompakte Dimensionen an. Und man will ja, wie gesagt, dass das Elektroauto möglichst weit fährt, möglichst wenig Energie verbrauchen, also das heißt eine möglichst effiziente Batterie haben. Und dafür eignen sich diese Silizium-Carbid-Halbleiter besonders. Also das können Sie auch im Bedarf sehen. Also 2021 hatten wir vielleicht 1 Milliarde Dollar weltweiten Umsatz mit Silizium-Carbid-Chips. Und bis 2030 allein im Automotive-Market sollen es halt 7,5 Milliarden werden. Also das ist eine gute Versiebenfache. Und wenn wir jetzt noch den Einsatz Industrie, also was wir gesagt haben, Solar- und Windenergie, dann kommen wir auf 11 Milliarden. Also das ist ein boomender Markt. Ja. Also Infineon hat zum Beispiel mehr als 2 Milliarden in den Ausbau der Kapazitäten für Silizium-Carbid-Halbleiter investiert. Die haben sehr früh dieses Potenzial erkannt. Sie wollten ja Wolfspeed übernehmen, das ist aber schon länger her. Das wurde aber verboten von den amerikanischen Kartellbehörden und weitere Anbieter sind auch ST Microelectronics. Also wir sehen, es ist ein Riesenmarkt und PVA Tepla liefert quasi die Schaufeln, wenn man das so in diesem Goldgräber-Analogum beschreiben will, also quasi die Voraussetzung dafür, dass diese Silizium-Carbid-Chips gebaut werden. Klaus, Stichwort Goldgräber für unsere Zuschauer und Anleger. Vielleicht zum Schluss drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antwort zu Small Caps. Jetzt lieber Small Caps übergewichten? Ich glaube schon, ja, solange der Markt annimmt, dass es keine weiteren Zinserhöhungen gibt oder die Zinspause jetzt sehr lange verlängert wird, dürften Small Caps, vorausgesetzt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in Ordnung, besser laufen als Blue Chips. Das haben wir ja auch von Januar bis März gesehen. Zweite Frage, lieber Einzelaktien bei den Nebenwerten oder auf irgendwie einen ETF, irgendeinen Fonds setzen? Wie gesagt, also klar, diese besonders günstigen Einzelaktien, die wir empfohlen haben, die sind auf jeden Fall lohnenswert. Also klar, man muss ein bisschen länger investiert bleiben, also ist nicht ein halbes Jahr, nicht rein raus, das würde nicht funktionieren. Und natürlich, ein ETF auf den SDAX, da macht man nichts verkehrt und den kann man ja auch bei Kursschwächen, dieses Cost-Average-Effekt kann man ruhig auch natürlich bei den ETFs anwenden. Also wenn der SDAX nicht so gut läuft, günstiger nachkaufen. Wenn man einen Sparvertrag hat für 100 Euro, gibt es dann mehr Anteile an dem SDAX. Also hier haben wir jetzt den SDAX angeschaut, also den deutschen Markt mit den Small Caps. Als letzte Frage, nur bei deutschen Small Caps nachschauen oder wie wir anfangs auch erwähnt haben, durchaus auch als Anleger mal auf dem japanischen Markt, in den USA mal nachschauen. Ja, auf jeden Fall in den USA kann man ja den Russell 1000 oder Russell 2000 sich ansehen. Dazu gibt es ja die entsprechenden ETFs. Also, und genau, japanischen Markt, da auch über, soweit es ETFs gibt natürlich, weil das Problem bei den japanischen Small Caps ist, dass sie als Einzeltitel sehr schlecht gehandelt werden in Deutschland. Die Liquidität ist sehr gering. Das Spread, also der An- und Verkaufspreis, also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis ist sehr hoch. Also Einzeltitel, ja, abseits von Sony und Co. ist halt schwierig, also für deutsche Anleger. Und insofern eher Fonds oder ein ETF. Ja. Super, Klaus. Vielen Dank dir. Ich glaube, da konnten wir uns ein paar super interessante Fakten zu Small Caps und den günstigsten Aktien der Welt mitnehmen. Wenn Sie noch mehr dazu erfahren wollen, dann schauen Sie jetzt in der Videobeschreibung nach dem E-Paper von Börse Online. Schauen Sie auch unser erstes Video auf diesem Kanal an. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Börse Online gibt es jetzt auch auf YouTube. Dies ist heute unser zweites Video. Ja. Wir haben ein erstes Video zu Zinsen und den drohenden niedriger werdenden Festgeldern, Tagesgeldern uns gewidmet. Schauen Sie sich dieses Video an, abonnieren Sie den Kanal und seien Sie gespannt auf die weiteren Interviews, die wir auf diesem Kanal haben. Vielen Dank, Klaus, dass du hier warst. Ja, und vielen Dank. Bleiben Sie investiert. Ja, und wie gesagt, Potenzial nach oben gibt es ja noch immer, wie bei den Aktien, auch bei unseren Sendungen. Sehr gut. Danke, Klaus. Danke.